Herzlich willkommen in einem neuen Video. Herzlich willkommen in Seattle. Wir gucken uns mit euch zusammen Seattle an und... Wir haben schon die erste Nacht direkt am Wasser geschlafen. War für eine Stadt auch okay ruhig. Recht viele Overländer da. Und ja, sind jetzt zum herrlichsten Wetter. Wie an der Küste. Am Wasser aufgewacht und mussten, also wollten gerade in die Innenstadt fahren und mussten einfach nach 2 Minuten schon wieder anhalten, weil der Blick auf die Skyline hier einfach mit dem Morgensonnen so traumhaft ist. Ist einfach richtig schön, ist was für das Auge. Und wir haben wieder mal Kaiserwetter. Und das, obwohl Seattle die regenreichste Stadt in den USA ist. Ist das so? Das ist ja fast wie ein bisschen furchtbar, aber nicht, wenn wir hier sind. Wir sind Kinder der Sonne und deswegen geht jetzt das Video los. Viel Spaß mit uns in Seattle. Wir sind in Downtown angekommen und wir starten unseren Spaziergang durch Seattle in einer der Haupttouristenattraktionen. Es ist nämlich die 33 meistbesuchte Touristenattraktion der Welt. 10 Millionen Besucher jedes Jahr und wir sind im Pike Place Market. Das ist seit 1907 gibt es den und das ist damit der am längsten durchgängig betriebene Farmers Market der USA, mussten wir natürlich hin. Es gibt unzählige Geschäfte, Essen, Souvenirs, Handicrafts, was auch immer. Und über mehrere Etagen und wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach unten. Aber es ist schon super voll und super teuer. Wir haben jetzt hier eine Stunde irgendwie am Waterfront Park rumgeschimmelt und haben die Sonne genossen, weil das einfach herrlich ist. Es gibt hier so eine Sitzgelegenheiten. Es gibt halt auch die Stühle mit Parkbänken hier, was ihr sagt, mit Tischen. Aber eben auch diese Liegen. Und das ist ganz schön bequem. Besonders mit der Sonne ist es sehr, sehr angenehm. Wir werden jetzt aber noch ein bisschen weiter am Wasser entlang laufen, weil es wirklich schön. Hier morgen soll sie ja, wie gesagt, schon nicht mehr da sein. Wir werden es sehen, rausfinden und ja, von daher.
wir haben es zur nächsten Sehenswürdigkeit in Seattle geschafft und die ist ein bisschen skurril. Wir sind nämlich an der Kaugummiwand. Das gibt es irgendwie seit 1995. Hier ist ein Theater und die warten Gäste haben immer angefangen, ihre Kaugummis an die Wand zu kleben. Und manchmal haben sie auch noch eine Münze reingesteckt, das ist irgendwie so ein Wunschbrunnen. Und ja, das hat sich dann so fortgezogen und seitdem kleben die Menschen hier überall ihr Kaugummi hin. Und seit 1999 gilt es auch als Kunstprojekt. Kunst ist ja da ein sehr dehnbarer Begriff und darf also jetzt auch nicht mehr gereinigt werden, bis man sich dann 2005, nach 18 Jahren, doch mal dazu entschieden hat, das Kaugummi abzutragen. Es war schon auf einer Länge von 16,5 und einer Höhe von 2,5 Metern und 15 cm dick die Schicht. Da hat man es dann abgetragen, weil man Angst hatte, dass irgendwie der Zucker sich in die Wand frisst, der in den Kaugummis ist. Und da hat man 907 Kilo Kaugummimasse irgendwie mit 137 Grad heißem Dampf entfernt. Irgendwie eklig. Ja, auf jeden Fall, seitdem es gereinigt wurde, 2015, wird aber auch schon wieder fleißig weitergeklebt und gibt dann auch so einen alten Kaugummiautomaten die Straße runter. Da kann man sich ein Kaugummi ziehen und dann loskauen. Wir machen das nicht, aber wir laufen trotzdem mal durch, muss man ja immer mitnehmen. Guten Morgen. Neuer Tag. Selbe Location. Da hinten, da. Ist die Space Needle. Ist die irgendwo da. Heute macht Seattle nämlich seinem Namen alle Ehre. Es ist super regnerisch. Es ist nicht kalt, aber es regnet schon den ganzen Tag und das soll auch so bleiben. Aber es ist irgendwie trotzdem schön. Es fährt da gerade so dieses Boot lang und da hinten ist auch ein bisschen blauer Himmel. Und mal gucken, ich habe trotzdem Sonnenbrille mit dabei. Man weiß ja nie, man muss vorbereitet sein. Wir hoffen einfach, dass das funktioniert. Ja. Wir setzen uns jetzt in das Café, wo wir gestern schon waren, arbeiten ein bisschen. Und dann gibt es hier quasi auch noch ein ganz besonderes Café, das wir uns heute angucken. Und Seafood zum Lunch. Chinatown, klar. Und einfach noch so ein bisschen durch Seattle laufen, wa? Genau. Mal gucken, was die Stadt für uns bereithält und ob ihr davon was zu sehen kriegt. Viel Spaß. Wir haben Feierabend. Vorerst. Aber auch weil das Café erst schon um 14 Uhr für eine Dayparty geschlossen hat. Ziemlich cooles Café. Aber es ist auch eine Radiostation. Und wir waren da ja gestern schon. Da kann man echt sehr schön arbeiten. Ja, arbeitet sich einfach so weg. Die Verbindung ist richtig gut. Ja. Da kann man Daten sparen quasi. Genau. Und jetzt gehen wir essen. Ja. Weil haben wir uns verdient. Dazu schlendern wir hier ein bisschen durch die Straßen und dann. Es hat doch aufgehört zu regnen. Schmeckt nach Meerwasser und hintenrum dann irgendwie ein bisschen nach Meeresfrüchten. Kann man machen. Wir haben so viel gegessen, die Sonne scheint deswegen. Wir waren in der ältesten Austernbar von Seattle und fanden es gut. Wir fanden es gut, wir fanden es lecker, nicht ganz günstig, aber durchaus günstiger als bei uns. Ja.
durchaus gut. Und nach so einem Essen braucht man Verdauerli, für uns dann einen Kaffee. Und jetzt könnte man sich hier mit allen anderen anstellen, um hier zu sein. Die Schlange ist von morgens bis abends ewig. Hier ist nämlich der erste Starbucks 1971. Ich hatte ja die Erfolgsgeschichte von Starbucks angefangen. Und hier in Seattle sitzt auch das Starbucks-Hauptquartier. Aber die Schlange für Teilung Starbucks-Kaffee ist uns in dem Fall hier zu lang. Und deshalb habe ich noch ein bisschen geschaut. Und wir gehen woanders hin. Es ist trotzdem Starbucks, aber nochmal anders. Und vielleicht ist da weniger los. Mit 150 Regentagen im Jahr ist Seattle ja die regenreichste Stadt in den USA. Aber sie ist auch die Stadt mit den meisten Regenbögen. Und hier gab es bis gerade eben sogar einen Doppelregenbogen. Aber einer ist jetzt schon weg. Wir sind in der Starbucks Reserve Roastery gelandet. Wir sind jetzt eine halbe Stunde, würde ich sagen, aus Downtown rausgelaufen. Irgendwie so. Und das ist eine Art Testlabor. Also hier gibt es ganz viele süße Produkte und auch Kaffeesorten, die es in den anderen Starbucks wachsen. Noch nicht gibt. Und die dann hier getestet werden. Und ja, du kannst ganz viel süßen Merchandise kaufen. Und man kann hier ganz viel Geld lassen. Sie haben eine mega coole Kaffeekarte. Und ich glaube, es ist die bessere Alternative zu dem Starbucks in der Stadt, weil da steht man echt lange draußen an und schlussendlich gibt es halt die gleichen Getränke. Und man kann nicht drin sitzen. Und hier steht man zwar auch an, aber du bist natürlich A mal drinne, B hast du was zum Gucken und nette Musik. Irgendwie ist trotz der Fülle an Menschen nicht so sehr überlaufen worden. Super viel Personal steht hier überall rum. Und dann haben sie einfach nur einen Kaffee. Und dann haben sie auch noch eine Bar dabei, die so Kaffee-Cocktails macht, Espresso-Martinis und Pumpkin-Spice-Martinis. Das ist ziemlich cool. Schöne Bäckerei. Wir haben uns fancy Zeug bestellt. Mal gucken, wie es schmeckt. Wir werden es gleich sehen. Ich habe irgendwas mit einem Vanille-Olivenöl-Schaum. Ich habe eine Kugel Eis im Kaffee. Und mit Drizzle. Drizzle. Verstehe. Was auch immer Drizzle ist. Ihr könnt hier auf jeden Fall jetzt mal ins Menü reinschauen. Genau, wir scrollen mal durch und ihr seht, was dazu gibt. Ja. Dann könnt ihr mal gucken, ob unsere Getränke so aussehen, wie das, was ihr auf der Karte gesehen habt. Also mein Cold Brew mit Vanille, Haferdrink, Olivenöl, Schaum, wie auch immer, war auf jeden Fall richtig lecker. Das war ja mal der Hammer. Alter Vater, dieser Milchschaum mit dem Olivenöl. Wow. Total genial. Richtig gut.
Meine Kugel Eis war sehr süß im Café, aber lecker. Wir gehen jetzt wieder zurück über die Schnellstraße. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich glaube, in einer halben Stunde muss man für den Parkplatz nicht mehr bezahlen. Aber seit 3 Stunden müsste man und wir haben nicht voll bezahlt. Und nee, wir haben für 2,5 Stunden haben wir schon $10 bezahlt und wollten eigentlich umparken, haben uns dann dagegen entschieden, naja, wir hoffen einfach mal, dass das Auto noch steht und ohne Parkkralle. Naja, drückt uns die Daumen. Wir werden es in einer halben Stunde auflösen. Für euch geht's schneller. Wir mussten noch mal kurz anhalten, um an dem Bauwerk, der, weiß ich nicht, dem wichtigsten Bauteil von Seattle zu halten, und zwar der Space Needle. Unverkennbar mit ihrem Design und war auch mal das höchste Gebäude westlich des Mississippi. Ist 184 Meter hoch, wurde 1962 für die Weltausstellung gebaut. Man könnte da jetzt auch hochfahren, es kostet aber $20 und das war es uns irgendwie nicht wert. Wir haben uns aber riesig gefreut, dass die Sonne nochmal so rausgekommen ist, weil jetzt haben wir ja ein fast perfektes Fotolicht. Haben wir. Und der Regenschirm. Vielleicht müssen wir mal mit dem Regenschirm losgehen, weil dann ist Sonnenschein. Cool. Sieht schon cool aus, ne? Sieht gut. Wir sind jetzt fast in der Straße, wo das Auto steht. Es ist 5:05, seit 5 Minuten dürfen wir. Nur knapp 4 Stunden zu spät. Wir sind so gespannt, ob Frodo B noch steht. Steht tut er noch, ich sehe ihn. Und mal gucken, ob er ohne Parkkralle steht. Ein Ticket wäre uns ja theoretisch egal, was sollen Sie machen? Ja, Straßenseite sehe ich erstmal nicht. In 5 Tagen verlassen wir das Land. Das sehen wir kein gutes Vorbild in dem Fall, ne? Wir machen sowas sonst auch nicht. Aber ja, wir dachten uns, für $10 da haben wir auf jeden Fall ein Tagesticket gekauft. Ja, und jetzt standen wir hier auch was, 5 Stunden. 4, 6, ach naja. Wir standen. Wir können gleich nochmal auf den Zettel gucken. Ich habe extra den Ausdruck ins Fenster gelegt, damit die Kontrolletti auch wissen, wie lange wir da waren. Um 12 waren wir, glaube ich, da. Naja, wir sind gleich am Auto und dann wollen wir noch schnell zum Supermarkt. Eins, zwei, drei. Das war ja cool. Bitte, wie cool ist denn eigentlich Seattle? Seattle ist wirklich richtig stark, hat uns sehr gut gefallen. Ja, also ich finde deutlich sauberer als San Francisco. Deutlich also, weniger überlaufen. Ja, weniger komische Menschen. Also, es gibt sie. Ja. Es gibt sie, aber es sind weniger. Und wirklich sauber. Und die Stadt ist cool, die macht einfach einen sehr sympathischen. Dann natürlich mit der Waterfront. Wir standen einfach 3 Nächte, das heißt, wir könnten da noch länger stehen. Also wir sind tagsüber immer weggefahren. Aber, um es nicht über Gebühr zu strapazieren, aber ja. Richtig schön, du stehst am Meer, Ruhe, schöne Aussicht. Also es ist Stadt, natürlich, da fahren Autos vorbei und so, aber also Seattle gefällt. Richtig cool. Solltet ihr machen, solltet ihr hinfahren, solltet euch es angucken. Und wenn ihr keine Lust habt, schaut euch einfach das Video nochmal an. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen. Hoffen, ihr hattet Spaß. Ihr habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ihr habt euch wohl.